Was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozog Mega S zum neuen Video. Ja, heute ist der 12. Ja, also Halbzeit sozusagen. Wir haben jetzt die Hälfte schon geschafft im Fitzember. Heute mache ich wieder Sport. Ich bin richtig motiviert. Ich freue mich richtig. Es ist 11.30 Uhr schon, wie ihr da hinten auf der Uhr erkennen könnt. Wow. Boing. Habe ich die Uhr gezeigt? Ja, habe ich. Nee, und was soll ich euch sagen? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Heute kommt nochmal, falls ihr es nicht schon gesehen habt, wenn jetzt heute Abend das Video online kommt, auf meinem Hauptkanal ein weiterer WoW-Let's Play aus unserem Levelphase vom 24.11. aus dem Livestream. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, hier nochmal der Reminder, auch in diesem Video, schaut doch mal auf meinem Hauptkanal vorbei und guckt euch doch mal den coolen WoW-Content an, den wir da gemacht haben. Ich möchte ansonsten heute auf jeden Fall noch einkaufen gehen. Wir fahren also noch zu Kaufland ins Märkische Zentrum, denn heute ist wieder ja Freitag normal. Nee, heute ist Samstag, gestern war Freitag schon. Heute ist Samstag. Normalerweise gehe ich ja immer freitags mit dem Fatih einkaufen, aber ihr habt ja beim letzten Mal gesehen, da war ich ja mit Fatih auch einkaufen gewesen und der hat so viel gekauft, dass er diese Woche eigentlich nichts braucht. Der hat mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die er noch haben möchte, die bringe ich ihm aber dann einfach am Montag sozusagen am Nachmittag halt vorbei und dann passt das alles schon und ja, dementsprechend machen wir halt heute ganz normal den nächsten Vlog. Ich weiß nicht, ich hatte euch ja schon beim letzten Mal gezeigt, als wir im Märkischen Zentrum gewesen sind, dass sie da ja massiv viel bauen. Und bei diesen ganzen ja, Bausachen, sage ich jetzt mal, wenn man das mal so überlegt, werden da ja neue Geschäfte auch aufgebaut. Ich würde mich mal wirklich, also es würde mich wirklich mal interessieren, was da wirklich alles gebaut wird. Das weiß ich nicht so genau. Und falls ihr das wisst, könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es jetzt gleich den nächsten Schwenker, wenn wir dann unterwegs sind. Jo Leute, jetzt sind wir auch schon im Parkhaus angekommen im Märkischen Zentrum und wir müssen jetzt nach rechts laufen in Richtung ja, Kaufland. Da werden wir jetzt noch einkaufen und wenn ich fertig mit dem Einkauf werde, werdet ihr sehen, ja, was wir reinpacken in den Kofferraum. So, die Mira ist wieder auf der Jagd nach Schnäppchen. Ja, wir nehmen uns mal gucken, Mensch. Weil es hier die Schnäppchen-Ecke gibt. Und die ist leergefegt. Boah, was ist denn das hier alles? So. Chips mit Meersalz für 70 Cent, esse ich aber nicht. Was ist das? Kokosmehl. Mhm. Was ist das hier, Müsli-Riegel? Mhm. Ja, 50 Cent für einen Müsli-Riegel ist schon teuer. Immer noch teuer, ja. Nee, denn nicht. Na, dann gehen wir so, weiter. So Leute, ich war jetzt schon in der Kasse schon bezahlen, aber jetzt ist ein Missgeschick passiert. Wir haben eine Packung mit Haselnusskernen, also fürs Backen von der Mira geholt. Und ja, da war leider einfach in der Verpackung reingeschnitten. Da hat jemand ein Messer reingeschnitten, sodass die Hälfte sich auf dem Kassenwagen verpackt hat. Das heißt, ich muss jetzt nochmal nach oben laufen, wenn der Aufzug hier geht, also nach oben fahren. Und ja, wenn ich dann damit fertig bin, hole ich halt noch den neue Haselnussmehl, also sozusagen fürs Backen. Und ich schwöre, das kotzt mich jetzt schon wieder an, also dass ich da nicht aufgepasst habe. Irgendein Idiot hat im Regal da reingeschnitten mit einer Schere oder mit einem Cuttermesser oder so. Weil die zu blöd sind zum Auspacken. Regt mich jetzt schon wieder richtig auf. So, fertig sind wir. Ich habe es gerade noch geschafft. Hat es so gut geklappt? Ja. Ich bin noch durch den Laden gerannt gerade oben. Ich habe das gezeigt. Okay. Wie ich durch die Dinger gerannt bin. Jetzt. Ja. Auf geht's zum Auto. Thank you.
So, und schwuppdiwupp ist man wieder zu Hause. Und das, was wir eingekauft haben, das da unten, das könnt ihr im Food Hall bei der Mira sehen. Da wünsche ich euch dann auch viel Spaß. So, gegessen haben wir jetzt auch gerade. Aber mir ist das Übermissgeschick passiert. Wir waren ja vorhin bei Kaufland einkaufen und ich habe die scheiß Spülmaschinentabs vergessen. Das heißt, ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg zum Edeka, hole noch schnell die Spülmaschinentabs, damit wir hier wieder klar Schiff machen können. Und dann gibt es noch Sport, also heute noch am Nahanschluss. Und dann war es das eigentlich schon wieder mit dem Tag, würde ich mal sagen. Puh, so, ich habe jetzt meine 3 Sätze geschafft und ja, was soll ich sagen am Ende des Videos? Ich hoffe natürlich, dass euch das gefallen hat, dass ihr morgen wieder einschaltet, dass ihr den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert und einen Daumen nach oben da lasst. Und jetzt gönne ich mir noch zum Abschluss einen guten Mammut-Proteinshake und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video, morgen hoffentlich wieder. Stay real, bis dann, euer Ozok. Ciao.